Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 1.4, unterscheidbar der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Dieses Video ist eine Ergänzung zum separaten Video, das die Kriterien der Kategorien Einfach-A und Doppel-A der Richtlinie 1.4 erklärt. Das Video ist Teil der Reihe im REMEX-Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Richtlinie 1.4 gehört zum Prinzip 1 wahrnehmbar. Das lautet auf Deutsch: Informationen und Benutzungsschnittstellenkomponenten müssen so darstellbar sein, dass Benutzer sie wahrnehmen können. Und die Richtlinie 1.4 ist betitelt mit unterscheidbar. Sie lautet: Erleichtern Sie es Benutzern, Inhalt zu sehen und zu hören. Also es geht um visuelle und auditive Darstellung von Inhalten, einschließlich den Vordergrund vom Hintergrund zu trennen. Das erste Dreifach-A-Erfolgskriterium unter 1.4 ist das mit der Nummer 1.4.6 mit dem Titel Kontrast erweitert. Es lautet auf Deutsch: Die visuelle Darstellung von Text und Bildern von Text hat ein Kontrastverhältnis von mindestens 7 zu 1. Also es ist jetzt eine Verschärfung des Kriteriums 1.4.3, Kontrastminimum. Und die Verschärfung soll helfen, dass durch höhere Kontraste noch mehr Leser, ohne dass sie etwas verändern müssen, Texte gut lesen können. Und zwar Texte, die als Text kodiert sind und auch Texte, die in Bildern auftauchen. Für diese gilt jetzt auch das Kriterium. Und man hat jetzt folgende Ausnahmen gemacht. Einmal bei großem Text ist auch ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5 zu 1 erlaubt. Also das galt bei 1.4.3 für alle Texte. Und damals galt für große Texte 3 zu 1. Und es gibt eine Ausnahme, wenn es sich um nebensächliche Texte handelt, also Text oder Bilder von Text, die Teil einer inaktiven Benutzungsschnittstelle-Komponente, rein dekorativ, für niemanden sichtbar oder Teil eines Bildes sind, das signifikanten anderen visuellen Inhalt enthält, haben keine Kontrastanforderungen. Also wenn ein Eingabefeld zum Beispiel ausgegraut ist, dann muss man den Text dazu, die Beschriftung dazu nicht mit hohem Kontrast darstellen oder wenn es nur eine Verzierung ist, also rein dekorativ oder sowieso für niemanden sichtbar ist oder wenn es in einem Bild vorkommt, das eigentlich die Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes lenken will, das einen anderen signifikanten visuellen Inhalt enthält. Das Erfolgskriterium 1.4.7 hat den Titel Leises oder kein Hintergrundaudio. Es lautet auf Deutsch: Für aufgezeichneten reinen Audioinhalt. Also es geht nicht um Live-Streaming, sondern wenn etwas aufgezeichnet ist, als Audioclip abspielbar ist, der erstens hauptsächlich Sprache im Vordergrund enthält, also es geht um sprachliche Audioclips, zweitens kein Audio Capture oder Audio Logo ist, also nicht dazu benutzt wird, um sicherzustellen, dass es ein echter Benutzer ist und kein Roboter, der hier interagiert. Das ist der Zweck von Audio Captures. Und Audio Logos sind einfach irgendwelche Jingles, die eine bestimmte Bedeutung haben und auf die man hier keine Bedingungen anwenden muss. Und drittens, noch eine Ausnahme, keine Vokalisierung ist, die hauptsächlich als musikalischer Ausdruck wie Singen oder Rappen gedacht ist. Also für Musikaufführungen braucht man das auch nicht beachten. Also, was muss ich für sprachliche Audioclips beachten? Eines der folgenden ist ausreichend.
entweder kein Hintergrundaudio. Das Audio enthält keine Hintergrundgeräusche. Also ich verzichte ganz auf irgendwelche Begleitmusik oder Geräusche im Hintergrund. Dann kann man den Vordergrund, nämlich die Sprache, gut verstehen. Oder ausschalten. Die Hintergrundgeräusche können ausgeschaltet werden. Also ich muss dem Benutzer irgendwo einen Schalter geben, der entweder über Maus oder Tastatur bedienbar ist, ja, natürlich über beides, wo er den Hintergrundtrack ausschalten kann. Ich muss dann also das Audio im Prinzip so gestalten, dass ich zwei Tracks habe, einmal sprachliche Vordergrund und dann irgendwelche Hintergrundmusik und so, dass ich die Hintergründe dann abschalten kann. Oder die dritte Möglichkeit, diesem Kriterium zu genügen, ist überschrieben 20 Dezibel. Das ist also ein Lautstärkeunterschied. Die Hintergrundgeräusche sind mindestens 20 Dezibel leiser als der Sprachinhalt im Vordergrundaudio. Mit Ausnahme von gelegentlichen Geräuschen, die nur 1 oder 2 Sekunden dauern. Also, wenn so kurz mal was vorkommt, dann ist es noch okay, aber im Prinzip muss der Vordergrund, die Sprache, mindestens 4-mal so laut sein als die Musik im Hintergrund oder die Geräusche im Hintergrund. 20 Dezibel entspricht ungefähr der vierfachen Lautstärke. Das Erfolgskriterium 1.4.8 ist betitelt visuelle Darstellung. Es lautet in Deutsch: Für die visuelle Darstellung von Textblöcken ist ein Mechanismus verfügbar, um das Folgende zu erreichen. Bevor ich jetzt diese Einzelkriterien lese, noch eine Anmerkung. Dieses Kriterium hier ist ganz ähnlich wie 1.4.12, das neu hinzukam unter WCAG 2.1 und den Titel Textabstand hat mit zweifach A Level. Aber jetzt hier für 1.4.8 gilt es ohne Ausnahme. Nicht nur, wo es von der Markup-Sprache her möglich ist, dass der Benutzer Formatierungseigenschaften anpassen kann. Und es geht auch weitestgehend um andere Textformatierungseigenschaften als in 1.4.12, mit Ausnahme des Zeilenabstands. Da kommen wir gleich noch drauf. Dieses Kriterium 1.4.8 soll es leichter machen, einen Text zu lesen, insbesondere für Menschen mit Sehbehinderung oder mit kognitiven Einschränkungen. Jetzt müssen alle diese fünf Bedingungen erfüllt sein. Und zwar, der Benutzer muss eben die Darstellung, die visuelle Darstellung verändern können. Einmal Vorder- und Hintergrundfarben können vom Benutzer ausgewählt werden. Das geht zum Beispiel, wenn man als Benutzer die CSS-Eigenschaften verändert eines HTML-Textes oder noch besser, wenn man als Autor die Möglichkeit gibt, ein Kontrastschema auszuwählen, sodass Vorder- und Hintergrundfarben verändert werden können. Zweitens muss gelten, die Breite beträgt nicht mehr als 80 Zeichen oder Glyphen, 40 bei asiatischen Glyphen. Also, wenn ich als Benutzer die Fensterbreite verändere, dann muss die Anzahl der Zeichen entsprechend sich reduzieren lassen auf weniger oder bis zu 80, damit ich keine so langen Zeilen lesen muss. Drittens, Text ist nicht im Blocksatz, sowohl links als auch rechtsbündig, ausgerichtet. Also man liest es leichter, wenn man Flattersatz hat, sodass nicht diese großen Zwischenräume zwischen den Wörtern entstehen. Viertens, jetzt geht es um den Zeilenabstand, der auch in 1.4.12 angesprochen ist. Hier heißt es in 1.4.8, der Zeilenabstand, sagt man auch Durchschuss dazu, ist mindestens 1,5, also das 1, die Zeilen haben mindestens einen 1,5-fachen Abstand von der Zeilenhöhe. Innerhalb von Absätzen
Und der Absatzabstand ist mindestens 1,5 mal höher als der Zählenabstand. Das heißt, der Abstand zwischen Absätzen muss mindestens insgesamt auf das 2,25-fache der Zählenhöhe einstellbar sein. In 1.4.12 war nur Faktor 2 gefordert. Hier ist jetzt Faktor 2,25 für den Abstand zwischen Zählen. Entschuldigung, Abstand zwischen Absätzen. Und fünftens, der fünfte Mechanismus muss auch gelten. Text kann ohne Hilfsmittel bis auf 200% in der Größe verändert werden, und zwar so, dass der Leser nicht horizontal scrollen muss, um eine Textzeile in einem bildschirmfüllenden Fenster zu lesen. Also ähnlich wie in 1.4.4, Textgröße muss ich jetzt auch den Text vergrößern können auf insgesamt das Zweifache, also 200%. Aber jetzt ist noch zusätzlich gefordert, dass man nicht horizontal scrollen muss, wenn das Fenster bildschirmfüllend angeordnet ist. Und das Erfolgskriterium 1.4.9 hat den Titel Bilder von Text ohne Ausnahme. Und das ist jetzt eine Verschärfung von 1.4.5 Bilder von Text. Jetzt heißt es hier, Bilder von Text werden nur zur reinen Dekoration benutzt oder nur dann, wenn eine bestimmte Präsentation von Text wesentlich für die zu vermittelnde Information ist. Also man sollte jetzt ganz auf Textdarstellungen als Bild verzichten, außer es ist dekorativ oder es ist wesentlich, zum Beispiel bei Logos oder Wortmarken. Das waren die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 1.4 unterscheidbar aus der Reihe REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter https://gpii.eu/wcag21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.